Willkommen zum ersten Teil des Videos über den Opsi-Nagios-Connector. Der Opsi-Nagios-Connector gibt Ihnen die Möglichkeit, Opsi-Aktivitäten über Nagios und verwandte Abkömmlinge zu monitoren. Zielsetzung des Opsi-Nagios-Connectors ist zum einen die Überwachung der Opsi-Server selber, weiterhin die Überwachung von Software-Rollouts und drittens die Einbindung von Opsi-Clients in das Nagios-Monitoring. In diesem ersten Teil des Videos befassen wir uns mit den ersten beiden Punkten. Diese ersten beiden Punkte werden durchgeführt durch Server-Checks und Indirect-Checks. Dabei wird der Opsi-Web-Service direkt für das Monitoring benutzt. Das heißt, es wird auf dem Opsi-Server kein zusätzliches Plugin installiert oder Agent installiert. Vielmehr dient der Opsi-Web-Service selber als Nagios-Agent. Der Nagios-Server kann also mit dem Opsi-Web-Service kommunizieren und von ihm Daten anfragen. Diese Daten können direkt serverbezogene Daten sein, wie zum Beispiel die Performance-Daten des Opsi-Web-Service oder der Synchronisationsstatus von Opsi-Produkten bezogen auf irgendwelche Opsi-Depot-Server. Zum anderen können aber auch Daten über Clients erhoben werden auf Basis der Datenhaltung von Opsi, also inwieweit ein Produkt auf einem Client erfolgreich installiert worden ist, ob es noch aktuell ist oder ob eventuell Probleme aufgetreten sind. Da hier Daten über die Clients erhoben werden, ohne die Clients direkt zu fragen, nennen wir diese Methode Indirect Checks. Diese indirekten Checks können nicht nur auf bestimmte im Nagios schon fest vorgegebene Clients oder Produkte bezogen werden, sondern die Nagios-Konfiguration kann sich auch auf Opsi Produktgruppen und Opsi-Client-Gruppen beziehen, sodass der Check über die Management-Oberfläche ohne den Opsi-Server, den Nagios-Server zu berühren, komfortabel angepasst werden kann. Im Schema hat man sich das so vorzustellen, dass wir hier unseren Nagios-Server haben. Der wird erweitert durch ein CheckOpsi-Plugin, welches in der Lage ist, mit dem Opsi-Web-Service zu kommunizieren. Der Opsi-Web-Service ist um die Fähigkeit erweitert worden, entsprechende Informationen auf dem Opsi-Server zu erheben, zum einen vom Server selber oder eben aus der Opsi-Datenhaltung und diese an den Nagios-Server in geeigneter Form zurückzusenden. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele für die Server-Checks an. Hier würde uns zum Beispiel interessieren, ob der Opsi-Web-Service in gewünschter Form läuft und erreichbar ist, ob wir noch entsprechenden Plattenplatz für die Tätigkeiten von Opsi vorhaben halten und ob der Sync von Opsi-Produkten zu Depot-Servern erfolgreich verlaufen ist oder ob hier Differenzen bestehen. Im Nagios sehen wir hier unsere Hostgruppe Opsi-Server mit unserem Config-Server hier, der im Betrieb ist und uns zu unterschiedlichen Service unterschiedliche Stati gibt.
wenn wir hier ins Detail gehen, dann sehen wir hier zunächst ein paar Checks, die nicht aus dem OPSI-Nagios-Connector kommen, sondern die ganz normale Server-Checks sind. Und dann haben wir hier als ersten OPSI-Server-Check den Check OPSI-Web-Service. Und dieser lässt sich entsprechend auch nutzen, um sich direkt Performance-Daten anzeigen zu lassen, die einem Informationen über die Auslastung oder Belastung unseres OPSI-Servers geben. Der nächste Check ist auch ein Server-Check, der uns Informationen darüber gibt, ob in den Filesystemen, die OPSI auf dem Server benutzt, noch genügend Platz vorhanden ist, um einen sicheren Weiterbetrieb zu gewährleisten. Kommen wir von den Server-Checks zu den Indirect-Checks, also dem Software-Rollout-Monitoring. Hierbei interessiert mich, ob auf einem Client oder einer kleinen Gruppe mein Software-Rollout entsprechend geklappt hat. Als OK, das heißt grün, gilt hier, wenn beim Software-Rollout kein Fehler gemeldet worden ist und die auf den Client installierten Produkten in derselben Version installiert sind, wie sie auch auf dem Server vorliegen, das heißt keine Updates ausstehen. Warning bedeutet, wenn ein Action Request gesetzt ist oder ein Unterschied in der Version zum Server gefunden wurde, das heißt, es stehen hier offensichtlich noch Updates aus, die noch nicht auf dem Client gelandet sind. Critical, also rot, wird gemeldet, wenn eine Softwareinstallation einen Failed zurückgemeldet hat. Das heißt, eine Softwareinstallation, ein Rollout ist gescheitert. Solche indirekten Checks haben wir jetzt hier unten. Dieser Check ist ein Check, der sich auf alle Clients und ein spezielles Produkt bezieht. In dem Fall auf das Produkt OPSI Client Agent, was nicht auf allen Maschinen auf diesem Config-Server erfolgreich installiert wurde. Hier haben wir jetzt einen Check, der bezieht sich nicht auf einen festgelegten Client oder ein festgelegtes Produkt, sondern auf eine Produktgruppe und eine Client-Gruppe. Dieser Check gibt uns ein Warning zurück, weil hier festgestellt worden ist, dass auf dem Server eine andere Version, neuere Version, das Firefox vorliegt, wie auf entsprechend dieser Maschine. Werfen wir mal einen Blick in das Management-Interface, dann sehen wir, in meiner entsprechenden Gruppe, die diesem Test zugrunde liegt, ist momentan ein Client drin. Und wenn ich jetzt hier in die Produktkonfiguration gehe und suche den Firefox, für den hier eine Differenz gemeldet worden ist, dann sehe ich in der Tat, hier gibt es eine geringfügige Differenz in der Version.
Diese Differenz gleiche ich jetzt aus, indem ich diese Software installiere. Schauen wir uns in der Zwischenzeit, während die Installation stattfindet, noch ein bisschen näher die indirekten Checks an. Die unterteilen sich in Client-Status-Produkte. Ein Client wird darauf gecheckt, ob für alle möglichen Produkte alles Mögliche in Ordnung ist, und dann die sehr flexiblen Checks, die sich auf Produkte beziehen. Die können in unterschiedlicher Art und Weise konfiguriert werden, so dass man für alle Clients gegen ein Produkt checkt, für alle Clients gegen eine bestimmte Produktgruppe, für eine bestimmte Clientgruppe gegen ein Produkt oder für die Kombination Clientgruppe-Produktgruppe. Mein Firefox wurde jetzt hier erfolgreich installiert. Wenn ich jetzt hier in mein Nagios-Interface zurückgehe, dann sehe ich, dass mein Check hier von gelb auf grün gewechselt ist. Das heißt, für alle Clients, die in dieser Gruppe sind, ist jetzt entsprechend alles in wunderbarer Ordnung. Der große Komfort dieser Lösung mit, ob sie Gruppen und ob sie Kleingruppen, ob sie Produktgruppen zu arbeiten, liegt darin, dass ich jetzt sehr bequem, ohne den Nagios-Server anzufassen, hier in meine Überwachungsgruppe weitere Rechner aufnehmen kann. Und wenn ich jetzt wiederum den Check wieder ausführen lasse, dann wird jetzt wieder mir eine Warnung angezeigt, weil nämlich auf dem neu hinzugefügten PC wiederum ausstehende Produktaktionen gefunden worden sind. Auf diese Art und Weise kann ich über den Nagios-Connector das Rollout von Software, von OPSI mit Standardwerkzeugen wie Nagios monitoren. Ich habe über die Integration von Nagios eine insgesamt verbesserte Integration von OPSI in das gesamte IT-Service-Management. Dies kann auch noch gekoppelt werden über die von unserem Partner Cape IT angebotene OPSI-OTRS-Kopplung, was dann zu einem sehr kompletten ITSM mit Open-Source-Werkzeugen führt. Der OPSI-Nagios-Connector kann darüber hinaus noch sehr vereinfacht die Clients in das Monitoring integrieren mit direkten Checks, doch dies stellen wir im zweiten Teil des Videos vor. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.